wurde auch Zeit. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Die haben in Moskau ein Mordschaos verursacht. Was das wird? Adler hat trotz allem die Liste mit den Namen der Schläferagenten beschafft. Der Typ hat echt Eier, das muss ich ihm lassen. Bell war gut. Sieht so aus. Aber ich finde, das Team wird zu selbstsicher. Sie tun so, als wüssten sie, mit wem sie es zu tun haben. Vielleicht. Einer dieser Schläferagenten hat Verbindungen zur Operation Greenlight. Theodore Hastings, ein Kerntechniker aus der Nähe von Salt Lake City. Und Sie glauben, dass er Hastings aktivieren wird? Genau. Vollständige Überwachung ist bereits veranlasst. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns zu Perseus führt. Das ist es. Theodore Hastings jüngste Aktivitäten führten uns hierher. Kuba. Direkt vor unserer Haustür. Eine verlassene Regierungseinrichtung im ländlichen Kuba ist zur Zentrale für Perseus geworden. Dort liegt wohl auch die gestohlene Bombe. Castro hat sicher zugestimmt. 20 Mäuse für jeden, der ihn vor mir erwischt. Wen? Castro oder Perseus? Egal. Wir lassen nicht zu, dass er die Bombe in die Staaten bringt. Es ist Zeit, Perseus auszuschalten. Endgültig. Team, regelt, was noch zu regeln ist. Nach dem Start gibt es kein Zurück. Woods, komm da drüben nicht auf dumme Gedanken. Ich gebe dir meine sicher wie Scheiße Garantie, Hans. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Hastings hat Salt Lake City verlassen. Wir sind ihm bis nach Kuba gefolgt. Wir denken, Perseus hat die Atombombe dorthin gebracht. Langley glaubt, Castro könnte Perseus helfen, sie in die USA zu schmuggeln. Für einen Blick auf die Hardware, versteht sich. Dazu wird es nicht kommen. Was ist der Plan? Die letzte Spur von Hastings gab es 30 Meilen südlich von Havanna. Perseus versteckt die Atombombe vermutlich dort in einer verlassenen Anlage. Er will kein Aufsehen erregen, also rechnet mit moderaten Sicherheitsvorkehrungen. Ich sage einschlagen und einsammeln. Abspringen, Atombombe sichern mit dem Skyhook raus. Und wenn sie nicht dort ist? Ist sie. Perseus braucht Hastings nur aus einem Grund in Kuba. Zum Scharfmachen und Zünden. Also gut, Hudson kümmert sich inzwischen um die Evakuierung. Wenn alle bereit sind, kann es losgehen. Adler ist spät dran. Nein, Schatz, wir sind früh. Adler sollte hier jeden Moment... Park, wir sind in Position. Bestätigt. Rücken vor zur Flanke. An alle Teams, wir gehen schnell und entschlossen vor. Findet Hastings, sichert die Bombe und dann nichts wie raus. Woods, reiß den Laden nieder. Wird ja auch Zeit. Los, los, los! Teams, auswärmen! Zum Haupttor vorrücken!
Vorrücken! Schaltet die MGs aus! Dein Team rechts herum. Verstanden. Was haben die armen Bastarde getan? Ihren Job erledigt. Was für eine Scheißbelohnung. Sie haben Überwachungskameras. Wir könnten damit die Atombombe finden. Scharfsinnig wie immer, Park. Kontakt! Bell, such nach Minen. Thank you.
Mason, du hast einen hinter der Theke übersehen. Danke, Park. Weitersuchen. Da. Stopp. Adler, wir sehen die Atombombe und... Heilige Scheiße. Jemand tötet die Wissenschaftler. Oh. Erster Stock. Raum 27B. Erster Stock, mittlerer Raum. Nach oben. Bewegung. Wir sehen uns dort, Park. Aber wirkungsvoll. Kannst deine Augen nicht von mir wenden, was, Park? Bell, setz das C4 ein. Adler, wir rücken in den ersten Stock vor. Wir sind festgenagelt. Wir kommen nach. Solo son tres. Mátenlos, idiotas. Such den Raum ab. Hey, reden Sie. Perseus war hier. Hat geschossen. Ist entkommen. Perseus würde seine Bombe nie zurücklassen. Er hat uns gezwungen, die Zündungscodes zu rekonstruieren. Er hat so vollen Zugriff auf Greenlight. Was? Perseus kann also mehrere Atombomben in ganz Europa zünden? Es tut mir leid. Hastings, bleiben Sie wach. Wie viele Greenlight-Bomben kann Perseus mit diesen Codes zünden? Er kann sie zünden. Allesamt. Er wird halb Europa auslöschen. Und es den USA anhängen. Wir müssen dieses Arschloch Perseus finden. Sollst du ihn nicht? Kontakt! Da kommt ein Heli! Das muss Perseus sein! An alle Teams! Rauf aufs Dach! Mann, meine Verstärkung kreist diese Anlage ein. Gesichert! Aus dem Weg! Adler, ich habe ein VIP gesichtet. Glückliches Dach. Vielleicht Perseus. Er steigt in einen Heli. Halten Sie ihn auf! Fenster! Durchs Fenster! Ich rücke... Scheiße! Der Heli ist entkommen! Sichtkontakt. Zieht das Geschirr fest. Verschränkt die Arme und den Rücken gegen den Wind. Ankunft in 2 Minuten. Vorsicht, Park! Da sind Scharfschützen auf dem Dach! Kontrollierte Seitenlager. Wir haben kaum noch Munition.
nicht zurück! Ich glaube, ich wäre jetzt bereit für diesen Drink. Aber nicht diese Pferdepisse, die du Bier nennst. Ich will einen richtigen Drink. Sie Wir müssen uns in das Seil einhängen. Jetzt! Wir machen das nacheinander. Bell, kling dich ein. Wir geben Deckung. Los! In Deckung! Scheiße! Meine Beine! In T-10. Komme nicht! Ans Geschirr! 7, 6, 5,